Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Multiplayer. Wir spielen weiter Attack of the B-Team. Und diesmal aus meiner Sicht. Ja. Mhm. Ich muss nur kurz wegen der Synchronisation. Pass auf. Schlag. 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 Okay. Probieren wir es. Ja, meine Sicht ist zwar viel schöner, aber. Ich nehme ja den Thron getrennt auf und da muss ich immer schauen. Ob das auch passt. Oh, wieder. Okay, die. Ich will ein Enderman sein! Aber ich kill den jetzt bei mir. Das ist gefährlich! Hilfe! Hilfe, Creeper! Weg hier, weg. Ja, dann komm mit. Ich bin das Skelett. Ja, schön. Ohne Bogen geht ja gar nicht. Skelett mit Spitzhacken. Aua. Nein, jetzt will ich eine Kuh. Au. Ah, du brennst. Ah. Das ist ja cool. Alter, war das knapp. Hast aber doch mal Glück gehabt, wa? Kann man laut sagen. Kommst du? Ich soll dir hier hinterherkommen. Ich muss mal kurz was zu essen reinpfeifen. Ich habe aber nichts mehr. Verdammt, hast du noch was? Nur noch ungebratenen ja. Müll. Ja, ich auch nur noch ungebraten, aber nicht Müll. Danke. Alter, hasse es, wenn du dich so vor meine Nase hochbaust. Deswegen muss ich mal deine Blöcke so. Vorher noch abbauen. Alter, wir sind schon wieder falsch gerannt, Alter. Alter. Ja, also ich hätte von Anfang an gewusst, wo wir hingemusst hätten. Ah, das sind auch Schafe. Das heißt, wir haben jetzt wieder Wolle. Wir haben wieder Wolle? Ja, haben wir wieder Wolle. Okay, irgendwie werde ich jetzt kein Schaf mehr. So, let's go in the house. In the house. Was hat denn die Kuchen? Das ist eine Kuh und drei Broteile. Ich doch am Zuckerli. Komm schon. Schaf geht drauf. Da ist noch eins. Brauchen wir noch Wolle? Nein, brauchen wir nicht mehr. Gut. Ich will kurz mal ein paar Brote. Alter. Hat viel Weizen gegeben, das ist schön. Noch nicht mal eine Werkbank drin. Was ist denn das für ein Haus, ey? Keine gute Bewirtung. Wenigstens haben sie was da gelassen. Ja. Okay. Würde ich sagen, nachdem wir uns hier ein bisschen eingerichtet haben. Willst du also in dem Haus bleiben? Ja, kurz schon. Gut. Dann stelle ich den Ofen auf. So, ich habe erst ein Stack Brot, das wird für den Anfang reichen. Oh, die Truhe steht mir falsch rum, na klar. Oder so. Was soll man in dem Haus bleiben? Nein, oder? Ich würde auch nicht sagen. Ich würde mal zur Pyramide gehen, denn da war ja noch so eine. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Wieso zurückrennen? Das ist ja. Warte, wo waren das? Das war in irgendeine Richtung, hat man das Ganze in der Ferne gesehen. Ja, war das nicht im Wüstenbiom? Ja klar, aber da waren wir ja noch nicht. Achso, das ist ein anderes Biom da rechts. Rechts auf der Karte. Oh, hä? Warum wird jetzt mein... Er ist nicht mehr... Hä, was war das jetzt? Warte, das muss ich jetzt in meinen Optionen umstellen, die Steuerung. Denn, okay. Gut, ich schau mir dabei da hinten diesen komischen Kreis an. Aua, wenn ich nicht drauf gehe. So, wo ist denn das? Einfach so viele Tasten jetzt hier. Da Galaxiekarte mache ich jetzt auf N. Ah, jetzt habe ich auch eine Karte. Und bei N die Galaxiekarte. Das ist schön. Denn die Ansicht bei N hat man eh nicht gebraucht. So. Okay, dann nehme ich das Zeug hier mit, ne? Ofen und so. Also wir bleiben nicht hier. Oder? Ja, bleiben wir nicht. Gut. Ich baue hier nur schnell diese Spawner ab. Da sind Dispenser drin und irgendwas Cooles. Irgendwas ist falsch bei den Fenstern. Genau, dann stelle ich aber jetzt auch schon mal schnell die Steuerung an.
Wo war Galaxiekarte? Recht weit unten. Oh, hier ist eine Schlucht. Wollen wir uns da erstmal ein paar Sachen holen? Ja, warte mal. Ich finde nicht. Heißt das Galaxie oder was? Galaxiekarte hat mir. Müsste bei dir ja auch so heißen, auch wenn es auf Englisch ist. Ah, da. Das ist B bei mir. Ah, hier. Das. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal mal in die Schlucht ein. Was ist das? Ist das der Mars? Soll das der Mars sein oder der Mond? Hä, wie komme ich hier wieder raus? Achso, Escape. Moment, da war noch was. Wo bist denn du? Oh, da kann man ranzoomen. Oh, da ist der Mond. Ja. Mann. Okay, jetzt werden mich die Leute auslachen, die ich geklappt habe. Da unten ist da. Ist der Mond? Ja. Ist er nicht? Siehst du das? Das muss aber Mars sein, oder? Rot ist Mars. Ey, was laberst du? Na, auf der Galaxie. Ach, man kann das auch bewegen. Was? Fällt mir aber auch früh auf. Was? Dass man das bewegen kann. Was denn? Die Karte. Der Karte. Ranzoomen und so. So. Seit wann ist bitte die kreist die Erde am nahesten an der Sonne? Am nahesten? Jetzt ist ja, von den Planeten. Ach so, von Mars und so schon, ja. Fehlen die anderen einfach. Okay. Gut. Meere gefunden. Wir haben uns wieder geteilt, offensichtlich. Also ich bin hier bei der Schlucht, bei dem Häuschen. Ja, ich glaube, ich komme auch mal zu der Schlucht und dem Häuschen. Kann man sich hier überhaupt Marker setzen? Ja, auf der Karte halt. Ah ja, doch, stimmt. Stimmt, das war ja nicht ganz minimal. Ach, hier sind Beeren. Beeren? Okay, muss kurz die Meldung neu laden lassen. Steuer F3 und A. So. Gott, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Wann hast du deine Aufnahme beendet? Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Scheiße. Gehen wir da auf, wir haben bis jetzt 5 Minuten. Moment, ich kann das ja schauen, pass auf. Ja, wir haben bis jetzt 8 Minuten. Okay. Gut. Gut, wir wollten ja irgendwas machen. Wir können jetzt nicht hier nur durch die Gegend rennen und nichts machen. Also ich bin gerade Sachen aus der Schlucht holen. Können wir jetzt auch mal. Aua. Ich hab schon mal alles hier, nix ist ja, was wir nicht brauchen. Stimmt, die Fenster sehen tatsächlich komisch aus. Die Kiste habe ich schon mitgenommen. Ja, Gratulation. So. So, das ist gut, schon mal richtig viel Eisen gerade gefunden. 23 Eisen, Alter. Kohle nehme ich auch nochmal mit. Kann ja nie schaden. Wo hast du den Zombie-Head her? Hä? Hallo? So, da hatte ich einen kurzen, spontanen, starken Niesanfall. Hey, wo hast du den Zombie-Head her? Weil ich einen Zombie gekillt habe. So wie man normalerweise Zombie-Kopfe kriegt. Zombie-Kopfe. Ja, aber ganz normal bekommt man da keinen. Ganz normal. Alter, sind hier mega große Eisenvorkommen. Fast so groß wie mein Penis. Tum, die Tum, die Tum, die Tum. Übrigens, falls ihr dieses Modpack auch spielen wollt, das findet ihr im Technik-Launcher. Okay, dann nicht. Ja, nein, es ist wie Tekkit bzw. Hexit im Technik-Launcher. Wie schon der Tega, genau, wie gesagt hat. Da ich annehme, dass ihr eh alle schon Hexit habt. Oh, ich hab was von Uranium oder so. Was ist das?
Quantum Dust. Ja, genau. Da ich annehme, dass ihr eh alle schon Hexit gedownloadet habt, oder halt Hexit spielt und so, wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Ich hoffe auch, dass sehr bald ein Texture-Pack von Sfax oder so rauskommt für... Das wäre gut, denn ich finde die Standardtexturen einfach nicht gut. Verstehe ich, wie Leute immer noch eben mit den Standardtexturen normales Minecraft auch spielen können. Es gibt so viele geile Texture-Packs. Ja. Weiß man nicht, was das Quantum Dust kann, aber ich nehm's einfach mal mit. Das ist von Quantum Craft oder so, das haben wir auch schon, gibt's auch schon in Hexit, das ist dieses komische grüne Zeug eben. Mhm. Wo es auch so komische Brillen gibt von diesen Blöcken, die man nur dann sieht, wenn man diese Brille auf hat. Ja, ich weiß auch, dass man da irgendwelche Blöcke draus machen kann, die dann irgendwie sich verändern. Oh, ich ertrinke, das ist nicht gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, die ändern die Textur, wenn man von einem anderen Standort guckt. Wenn man zum Beispiel von vorne da drauf guckt, ist es ein Erdblock. Und wenn man dann einmal drumrum geht, also das kann man halt einstellen und so, ne? Wenn man einmal drumrum geht, wird es dann zum Diamantblock und so, das ist echt cool. Na, komm mal raus mit dir, na los. Los doch, Alter, wie langsam das ist. Ich freue mich total auf die Dubstep Gun. Die ist auch nicht so schwer zu machen. Ja, ich finde die nicht so besonders. Ich bin halt nicht so der Freund von Dubstep. Ich auch eigentlich nicht so, aber sie ist cool. Ich habe mir schon mal angehört, die Songs sind ziemlich cool. Dafür, dass sie nur so kurz da. Hier sind wir hergekommen. Warst du auf der anderen Seite schon? Ja. Nein, da hinten noch nicht. Gut. Genau, jetzt am Anfang wird noch nicht so viel von den Mods zu sehen sein, denn erstmal die Standards. Gold. Können wir eh nicht davon. Okay. Diamanten? Braucht keiner. Also doch, holen wir uns die Dubstep dann. Okay, dann brenne ich mal ein bisschen Eisen. Oh, schade, kann man nicht abbauen. Über meine Diamanten, ne? Nur, dass du schon mal weißt. Hey, willst du die Dubstep Gun oder ich? Na, ich denke aber, dass man auch noch andere Sachen daraus machen kann. Ja, nein, das geht nicht. Man kann Diamanten nur für Dubstep Gun verwenden. Na dann. Also, darf ich sie haben? Nein. Schade. Das wird dir wohl so passen, wa? Um ehrlich zu sein, ja. So. Eisenspitzke. Ahne dich, ne? Wenn du dich jetzt in die Nähe stellst und die Diamanten abgeierst. Ich bin ja gar nicht da. Hast aber Glück gehabt. Na, du hast Glück gehabt, weil wenn ich sie erwischen würde. Dann hast du Glück, dass ich dich da nicht kille. Wenn ich dich da nicht kille. Das heißt nicht, dass ich das elf Jahre erst cool. Bin zwar ehrlich gesagt nicht so gut, wenn die das und so alles so an der Oberfläche sind, aber hier ist es für gut, dass man dann hier mehr auf die Mods eingehen kann und so und nicht stundenlang unten unter der Erde meinen muss, um dann Lias zu finden und so. Aber ja, ich glaube, normal würde ich Mod, die das macht, nicht in Minecraft hinzufügen. Hexe, das ist auch so. Ja. Aber da finde ich es aber... Ja, sagst du zuerst. Ja, eher was für Privates. Ich wollte dir nur sagen, dass ich endlich meine Halle fertig habe. Okay, na dann.
Das hat ewig lang gedauert. Ja, du wolltest sagen. Hab ich vergessen. Auf jeden Fall wollte ich irgendwas sagen. Ja, zur Hexit, oder? Kann sein. Die Frage was war? Ja, das reicht mir erstmal. Hier. Ja, ich hoffe, du guckst auf die Zeit, ne? Nicht, dass das dann nach ja, genau. Warte, lass mich 50 überlegen. Minuten werden. Ja. Zwei Minuten haben wir noch. Okay, dann ist ja gut. Limestone. Sieht ja nicht so besonders aus. Würde ich niemals zum Bauen verwenden, Alter. Das eigentlich. Ferrous Ore, das haben wir auch schon in Tacket gehabt. Aber das ist jetzt ganz anders geschrieben. Also bei mir jedenfalls, ich hab's ja auf Deutsch. Ferröses Ohr. Erz. Ferröses. Ja. Bei diesen Modpacks, ich hasse einfach die deutsche Übersetzung, ich hasse sie einfach. Ja, deswegen spiele ich gleich auf Englisch. Die ist so miserabel, ist die. Ja, spiel doch auf Englisch. Achso, nein, du kannst es ja, du hast ja, du spielst ja Minecraft normal auch auf Deutsch. Ja, da bin ich halt dann nicht so gewöhnt, weißt du. Wobei, in Hexit habe ich ja eigentlich auch umgeschickt. Ich wette, wenn das so weitergeht und ich hier auch fange, das umzustellen, gewöhne ich mir das sowieso an. Es gibt wieder Microblocks. Aluminiumerz braucht man das. Ah, für den Galacticraft Mod. Oh, es gibt diese komische Schmiede. Und was für eine Schmiede? Die es in Hexe doch gibt. Was für eine Schmiede? Alter, das, wo wir das Aluminium. Ach so, das haben. Von T-Constructor. Genau. Constructor vor allem. Und Hartkanister. Ja? Ja. Ja, das ist schön. Kann man jetzt eigentlich hier Waffen und so vom Flans Mod herstellen? Also denn ich habe mal eine Mod-Vorstellung von dem gesehen. Ich weiß nicht, wie lange es schon her ist. Kann sein, dass das inzwischen auch wieder veraltet ist. Aber da konnte man kaum eine Waffe herstellen. Und hier gibt es jetzt auch keine Rezepte davon. Ich glaube ja, dass man da irgendwie so ein Table für braucht. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal informieren. Und das wäre echt kacke, wenn man die nicht herstellen könnte. Bist du sicher, dass es keine Flugzeuge gibt? Ja, es gibt zwar die Teile davon, aber ich habe noch nicht ein Flugzeug gesehen. Normal gibt es die ja auch so im Creative Inter zum Beispiel, direkt zum Hinsetzen. Da ist meine Dubstep-Gun. Bitte ist bitte eine Bleistiftbrille oder eine Buntstiftbrille. So, jetzt gucke ich aber mal, was man so alles aus Dias machen kann. Was ist das denn? Diamantsense. Sieht ja hässlich aus. Oh, ein Schalldämpfer. Ja, wir werden auf jeden Fall ein Battle mit den Waffen irgendwann mal machen. Aber das ist, würde ich sagen, für irgendwann. Genau.
Denn aber auch sicherlich nicht in der nächsten Folge. Apropos nächste Folge, ich glaube, wir sollten aufhören. Mensch, das war ja ein schöner Übergang, David. Ja, ich habe mich extra bemüht. Ja, gut. Glaube ich dir irgendwie nicht. Unfair. Alter, jetzt hör mal auf, Call of Duty zu zocken. So. Wer, ich? Nein, nicht du. Der Triple B, wie ich ihn gerne nenne. Wer soll das sein? Der Big Ben Boss. Den ich zwar nicht, aber egal. Den haben wir schon mal gezockt. Egal. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich wieder nicht das machen, was wir uns jetzt vornehmen, nämlich aus dieser Höhle rausgehen, beziehungsweise aus dieser Schlucht. Ich würde sagen, da wir das eh nicht machen, was wir uns nehmen, nehmen wir uns am besten gar nichts vor, ne? Das wird das Beste sein. Also wir werden in der nächsten Folge aus dieser Höhle rausgehen. Aus dieser Schlucht. Scheiße. Ja, aus dieser Schlucht. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.